Festige Winde und sichere Straßen. Dann gehen wir mal rein in den Kampf. Würde ich sagen, ne? Machen wir das in der nächsten Folge oder machen wir es jetzt? Willkommen. Willkommen in Letopolis. Raum des... Wow. Es ist gut, dass hier so viele Wachen stehen. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich sehe dich jetzt, außerhalb des Schattens. Ich verstecke mich nicht im Schatten. Ich stand die ganze Zeit genau vor dir. Deine Augen waren zu schwach, es zu sehen. Du bist nur ein Staubkorn und die Zeit wird dich verschlingen. Für einen Moment dachte ich, du tust Gutes in diesem Leben. Jawohl. Oh, so geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt kein Entkommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Staub. Staub zu Staub, Asche zu Asche. Ja, das war ein schneller Kampf. Ja gut, wir sind jetzt auch ein paar Level höher. Gesegnet mit einer Feder. Ah! Vater! Ich strecke dich nieder! Wie du, mein Was? Vater! Ich dachte, du bist unser Freund! Ich hasse dich! Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay, Wirrkopf.
Ägäische Küste. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann auch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen. Eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Bitte was? Es ist ja wie Odyssee. Normale Fahrt! Auf geht's! Mehr Tempo! Okay. Zugleich! Normale Fahrt! Langsam jetzt! Und Tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy, das. Lass mich nicht über Bord gehen! Das ist kein Tod für einen Helden wie mich! Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken! Segler am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus' Schiffe. Zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Okay. Zeit uns Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methane? Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Achtung! Rudert schneller! Schneller! Wir haben Tempo! Okay, das ist Rammdeckung. Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereithalten! Alter. Erhöht die Schlagzahl! Schneller! Wir rammen mehr sie! Mehr Geschwindigkeit! Wir rammen sie! Oder auch nicht. Feuer! Mist! Das hat gesessen! Wir rammen sie! Fahrt an! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Deckung! Fahrt an! Wir haben diese Malakia! Zielt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Auf Rammgeschwindigkeit! Nehmt sie aus wie Fische! Alala! Schneller! Wir rammen sie!
gleich! Normale Fahrt! Wir rammen sie! Boah, voll breit, Alter. Normale Fahrt! Und das war der letzte von ihnen! Und keine Spur von deinem treulosen Römer! Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Im Rhythmus bleiben! Schiffe ran, durch Ram versenkst, beschleunigst du das Nachladen. Ah, okay, zurückschießen. Schneller! Ja, alles klar. Im Rhythmus bleiben! Deckung! Mehr Tempo! Der Trommler tut seine Arbeit. Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Wir wollen Pompeius nicht beschützen. Wir wollen ihn bestechen. Es macht mich krank, das zu hören. Hat Kleopatras Vater nicht. Dasselbe gibt... Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Erhöht das Tempo! Verteidigen, alles klar. Wir werden angegriffen! Schneller! Wir rammen sie! Geschwindigkeit! Feuer! Feuer! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Rudert schneller! Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Erhöht die Schlagzahl! Schneller! Wir rammen sie! Schneller! Wir werden angegriffen! Rudert schneller! Normale Fahrt! Auf geht's! Auf geht's! Normale Fahrt! Hallo. Am Bomben? Sie stehen unter schwerem Beschuss. Wir müssen was tun. Zeigt es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Im Rhythmus bleiben! Schneller! Wir rammen sie! Mehr Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Wir werden angegriffen! Mehr Tempo! Feuer! Verdammt! Feuer! 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 Einer ist noch übrig! Das war gute Arbeit! In dir steckt noch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeige ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann. Wir werden angegriffen! Wir rammen sie! Im Rhythmus bleiben! Sie gehen unter! So muss das sein! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja. Ich benehme mich auch.
Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Mhm. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Oha. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Wieso haben wir jetzt sie gespielt? Das. Okay. Das verstehe ich noch nicht. Vielleicht verstehen wir es doch irgendwann mal. Rechts, links, ja, bitte, ja. Okay. Hinterhalt auf See. Oh, Stufe 28. Alles klar, dann gucken wir erstmal Quests. Schaffen wir noch eine? Ja, schaffen wir noch. Alte Bibliothek, neu in der Stadt. Der mysteriöse Mörder, ja, das ist auch geil. Ja. Das ist. Oh, das wollte ich gar nicht. Na gut. Schiffchen. Gut schon sagen, ohne Schiffchen geht hier nichts. Wir sind sehr aufmerksam. Der aber nicht. Tschüss. Oh, ein weniger. Den müssen wir irgendwie zum Schlafen bringen.
So. Wird das auch. Ach, guck mal, was da ist. Jetzt holen wir uns erstmal den Schatz. Da. Mein Schiffchen gerannt. Oh shit, das ist keine gute Idee. Hey, was? Was? Stirb, du Wurm! So. Oh, dann geht man runter hier vor dem schönen Kutter. Ihr gehört euch ja wohl nicht, ne? Okay. Ach, das sind diese Feuerdinger, ne? Ja, wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Beziehungsweise, wo sind wir denn überhaupt? Wir müssen doch da hin. Wir haben auch gleich noch einen Aussichtspunkt. Steht das ein Schiff da so rum? Das Riesenschiff. Das haben wir gerade schon gemacht, okay. Oder? Huch, falsche Taste.
Ist noch ein Schatz unter Wasser. Den holen wir uns gleich noch. Fahren wir jetzt darüber. Ich wollte mal sicher gehen, das hat keiner gesehen. So. Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen. Das glaube ich nicht. Könnte ein gutes Geschäft sein. Ein Olivenhain am anderen Ufer. Öl pressen und Nil auf- und abwärts verkaufen. Genau wie die Olivenbäume in Kyrene. Wir sind nicht in Kyrene. Nicht alles von dort ist besser. Ich mag... Frieden, Nebet. Was machst du hier draußen? Ich sammle Kräuter für den Heiler von Letopolis. Ist es hier sicher? Nichts auf der Welt ist sicher, mein Freund. Die Stadt wird von Sandstürmen und Schlangen geplagt. Ist es in der Wildnis gefährlicher? Ha, das ist wohl wahr. Egal. Ich weiß ja nicht, wohin du willst. Aber sei vorsichtig bei den Ruinen. Ja? Warum das? Ich kam ihnen einmal zu nahe und fand eine Öffnung, die unter die Erde führte. Ich war neugierig. Doch dann hörte ich seltsame, übernatürliche Gesänge, wie von einem Dämon. Lach nicht. Ich weiß nicht, was das war und ich will es auch nie herausfinden. Wo war das? Keine Ahnung. Und wenn die Götter gnädig sind, finde ich es nie wieder und du auch nicht. Was sagst du dazu, Samu? Jo, wir machen gleich eine Aufnahmepause und sehen uns dann auch gleich wieder. Bis gleich.